Na, tafadl. Ist es erlaubt, lange auf der Toilette zu verweilen? Ist es erlaubt, lange auf der Toilette? Ja, barakallahu fik. Ist es erlaubt, länger auf der Toilette zu verweilen? In dieser heutigen Zeit gibt es viele Leute, sie nehmen ihr Handy mit auf Toilette. Und dann fangen sie an. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Und das Ganze auf Toilette. Und sie vergessen eine Sache, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Diese Toiletten werden bewohnt von wem? Von Jinn, von Shayatin. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَاثِ. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, diese Toiletten werden bewohnt, Hushush sind Toiletten, diese Toiletten werden bewohnt von Jinn. Darum soll, wenn jemand von euch die Toilette betritt, sagen, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und den weiblichen Shayatin. Meine Frage ist, was kann so gut an einem Platz sein, was kann so gut an einem Platz sein, wo sich die Shayatin aufhalten? Und deswegen sollst du dich nicht dort unnötig aufhalten, außer für die Zeit, wo du auch deine Haja, dein Bedürfnis erledigst. Das sollte für dich die einzige Zeit sein, wo du auf Toilette verbringst. Und sonst gibt es noch eine andere Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمان. Bewahre deine Aura bedeutet, entblöße dich nicht einfach so, außer vor deiner Frau und das, was deine rechte Hand besitzt, bedeutet deine Sklavin. Die Gelehrten sagen über diese Überlieferung, wenn man nicht muss, soll man nicht seine Aura entblößen, weil am Ende vom Hadith sagt der Prophet, Allah hat mehr Anrecht darauf, dass man sich vor ihm schämt. Die Überlieferung ist bei Abu Dawud. Allah hat mehr Anrecht darauf, dass man sich vor ihm subhanahu wa ta'ala schämt. Deswegen sagen Sheikh al-Islam und Al-Haythami und andere Gelehrte, es ist makruh, das heißt unbeliebt, dass man auf Toilette unnötig Zeit verbringt. Weil manche haben ganze Büchereien. Kapitel 1, 2, 3, 4. Und der nächste, manche essen und trinken. Auf Toilette? Du kriegst Appetit auf Toilette, einen Snickers zu essen? Manche Leute spielen Computerspiele und sie verbringen ihre Zeit. Und wir haben gesagt, wer ist auf Toilette die? Die Shayatin. Manche Leute, sie gucken ihren Musalsal, ja, auch auf Toilette, weil sie haben Angst, dass sie eine Serie verpassen. Bei Bulha. Na? Sich wohlfühlen beim Klo spülen, dann siehst du ihn. Der lehnt sich zurück und guckt Fernsehen. Glaubt ihr mir nicht, dass es Fernseher gibt? In der Toilette. In der Toilette. Ein Großbildschirm. Ich meine damit, warum übertreibe ich damit? Weil die Toiletten heute bei manchen nicht mehr Toiletten sind. Sie sind wirklich zu Plätzen geworden, wo sie sich länger aufhalten, als sie sollten. Deswegen geh nicht mit einem Handy auf Toilette und nicht mit anderen Zeitschriften, sondern mach dein Geschäft und geh wieder heraus. In dieser Zeit hast du auch nicht die Möglichkeit, Allahs zu gedenken. Warum sagen wir Ufrana, wenn wir rausgehen, wir bitten dich um deine Vergebung? Wer sagt mir, warum sagen wir Ufrana, Vergebung, haben wir etwas Falsches gemacht, wenn wir auf Toilette waren? Warum sagen wir Ufrana? Wir sagen Ufrana, Vergebung, ja Allah, weil wir in dieser Zeit nicht die Möglichkeit hatten, Allahs zu gedenken.